So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 25. Oktober 2021. Gemeinsam mit Markets wollen wir einen Blick auf die Märkte uns gönnen und natürlich einen Ausblick für die kommenden Handelstage eventuell hier skizzieren. Aktuellen Vorgaben durchaus interessant, durchaus volatil auch tatsächlich, wenn man sich Edelmetalle betrachtet, beispielsweise. In den letzten Wochenschluss hinein kam plötzlich Unruhe auf, in Anführungsstrichen, recht bullische Vorgaben, sowohl für Gold als auch für Silber beispielsweise. Silber bin ich direkt betroffen, weil meine aktuelle Position immer noch besteht. Ich hatte tatsächlich kurz bevor es dann diesen recht aggressiven Flashout gab, noch weitere Teilgewinne auf den Weg gebracht, die Region so um 25, 24, 80, 25. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, also es war einfach ein Gefühl, dass da irgendwas ist im Busch. Also ich weiß, ich kann es nicht genau sagen, es ist wie so ein Bauchgefühl einfach gewesen. Und ich habe dann tatsächlich 24, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, 79, habe ich eine Teilgewinne auf den Weg gebracht, also nochmal 25% von der ursprünglichen Positionskurs rausgenommen, hatte ja zwischenzeitlich schon mal den ersten Stint Richtung 24 dort diesbezüglich eine Teilgewinnmitnahme auf den Weg gebracht. Und dann wenige Minuten später, ich hatte kurz, weiß ich gar nicht, ich glaube, habe mit meinen Jungs was zusammen zu Abend gegessen oder sonst dergleichen, habe dann nochmal kurz aufs Telefon geguckt, wie die Quotes sich so darstellen und habe dann gesehen, dass wir fast 1 Cent niedriger, 1 Dollar, eigentlich 1 Cent, 1 Dollar niedriger notieren, also im Falle jetzt Silber. Ja, und da gab es Kommentare von Herrn Powell, die wir uns natürlich jetzt gleich mal en Detail so ein bisschen anschauen wollen. Darüber hinausgehend, natürlich ausgehend jetzt von der doch dann richtig den Kickoff sehenden Earnings Season, Facebook heute nachbörslich, morgen dann auch beispielsweise AMD, beispielsweise Google und dergleichen, die eben dann stehen, Microsoft-Zahlen, die präsentiert werden. Einiges an Volatilität vielleicht auch dann übergeordnet für den Markt zu erwarten. Global makroökonomisch sind die News jetzt nicht so prickelnd oder spektakulär. Und wir wollen natürlich auch hier eine Möglichkeit schon jetzt skizzieren, vielleicht für Snap. Also wir haben gesehen, Sympathy Play, Snap hat ja letzte Woche recht schwache Guidance rausgegeben. Also Zahlen waren solide, aber die Guidance, das, was fürs vierte Quartal zu erwarten ist. Und da werden wir auch einen Blick drauf werfen. Vielleicht gibt sich da eine Trading-Möglichkeit. Ja, natürlich auf den DAX in dem Zusammenhang, wobei der erst spektakulär, naja, nicht ganz so ist. Jedenfalls. Und ja, also wir wollen gleich ganz offiziell starten. Zunächst Risikohinweis, Devisen und CFDs sind mit Risiken behaftet. Der Handel mit diesen Produkten, die nicht für jeden Anleger geeignet sind, ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil, mache man sich mit diesem eben erstmal klar, mache man sich klar, welches Risikoprofil man hat und entscheide dann, ob der Handel sich mit diesen Produkten für einen eignet. Kostenlose Demo, risikofreier Test ist möglich über markets.com/de, dort auch der vollständige Risikohinweis. Und ja, wenn man dann für sich den Schluss fasst, diesen Handel in Angriff zu nehmen, dann hat man natürlich hier auch die Möglichkeit, ein Live-Konto früher oder später zu öffnen. Daneben, neben Devisen und CFDs, ist übrigens auch die Möglichkeit, Multi-Asset Brokerage ist das Stichwort, physische Aktien zu handeln, ETFs und dergleichen. Alle weiteren Informationen gerne per E-Mail an Elena richten, mich gerne kontaktieren, Fragen rund um die Märkte, sollten diese aufkommen, direkt unterhalb dieses Videos, dann beispielsweise gerne betrachtete Märkte hier zum Thema machen, beziehungsweise gerne auch übers Forum, meine Webseite jk-trading.com/forum, gerne über Twitter Kontakt aufnehmen, gerne auch mir eine E-Mail schicken. Also diverse Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Ich öffne einmal hier die MarketsX-Handelsplattform und räume einmal im Hintergrund ein bisschen auf, dann habe ich hier ein bisschen mehr Ordnung. So, schau mal kurz in die Chatbox. Sehr schön. Also, Moin an alle bedeutet, es wird alles gut gestreamt an die Kanäle da draußen. Schaut es mal hier ganz kurz. Sehr schön. Also, da kommt auch alles an. Ja, sehr, sehr fein. Also, sollten Fragen aufkommen. Wie gesagt, nutze gerne die Chatbox einmal und nutze gerne auch die Möglichkeit, wie gesagt, eure Fragen hier live zu stellen, nicht nur unterhalb des Videos, sondern eben wie gesagt auch im Chat, auch über Twitch ganz kurz. Ach übrigens, das war noch was, was ich machen wollte. Ein Moment, und zwar sollte es Schwierigkeiten mit YouTube geben, dann schaut bitte hier einmal auf Twitch. Da gab es bis jetzt noch keine Schwierigkeiten. Also da wird alles genauso gestreamt im Morning Meeting, wie auch hier bei YouTube. Und ja, lasst uns einfach anfangen, lasst uns durchstarten. Also Price Action im DAX. Subdued in Anführungsstrichen, also wirklich Action geladen ist das nicht, was wir hier zu sehen bekommen. Wir sehen hier eine entsprechende choppige Price Action. Heute früh bei Twitter hat man es lesen können, sicherlich. Ich hatte gesagt, so wirklich eine Vorteilsidentifikation
finde ich schwer hier im derzeitigen Umfeld, weil wir um den EMA traden. Also ich möchte gerne sehen, dass wir klar uns wegstoßen, sei es auf der Ober-, sei es auf der Unterseite, um das dann eben entsprechend als auch Unterstützung, als entweder mit einem Long-Modus eben dynamische Unterstützung mit dem Markt laufend oder als dynamische Widerstandsregion auf der Unterseite eben laufend zu akzeptieren, solange wir oberhalb bzw. unterhalb traden, das eben als dann ausmachbaren Vorteil zu sehen. Ja, was wir derzeit sehen, ist, dass wir um den EMA pendeln. Nichtsdestotrotz, ein ganz klar bullischer Bias ist meiner Einschätzung nach ausmachbar. Und das hat damit zu tun, dass meine sogenannte Inflection, an der ich mich orientiere, weiter um 15.500 Punkte sich bewegt. Also das bedeutet, solange wir drüber handeln, bin ich aus dieser Perspektive übergeordnet long, würde erst mit Fall unter die 15.5 das Bild sich zumindest kurzfristig eintrüben sehen. Wir würden in dem Zusammenhang dann auch aus diesem Aufwärtstrendkanal eben hier auf Stundenbasis rausbrechen. Wir würden an die Region zunächst anlaufen, wahrscheinlich um 15.4. Das wäre ein erstes Ziel auf der Unterseite. Darunter wären dann nochmal Abschläge bis 15.3 denkbar. Aber solange wir oberhalb handeln, sehe ich den Vorteil hier im DAX weiter ganz klar long. Und die Wahrscheinlichkeit eines Breaks, eines zeitnahen Breaks über 15.600 Punkten verstärkt geben. Also das bedeutet, ich würde in dem Zusammenhang wirklich erwarten, wenn wir hier neue Tageshochs jetzt markierten, dann somit dann aus der Open Range auf der Oberseite ausbrechen, uns also auch anders formuliert, vom EMA hier auf der Oberseite abstoßen, dann wäre es an dieser Stelle eben so, dass das ein klar bullisches Signal wäre, welches als erstes Ziel auf der Oberseite die Region um 15.400 Punkte eben, beziehungsweise 15.700 Punkte aktivieren würde, beziehungsweise darüber dann sogar die Region um 15.800 Punkte eben hier entsprechend aktivieren würde. Und ja, das ist also tatsächlich schon der Ausblick für den DAX. Besonders viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Was mich weiterhin eben hier unglaublich beeindruckt, schon fast möchte ich sagen, ist die unglaublich starke Vorstellung, die uns die US-Märkte präsentieren und weiterhin liefern. Also der S&P am Freitag mit marginal neuen Allzeithochs. War am Freitag, ne? Ja. Ganz marginal neue Allzeithochs hier markiert, leicht überhalb von 4.550 Punkten. Wir haben dann auch einen sehr, sehr starken Schluss gesehen. Nachdem wir einen kurzen Flush hier zu sehen bekommen haben, und da sind wir dann eigentlich schon folgerichtig bei Herrn Paul und den Kommentaren, die er gemacht hat. Ich will mal, jetzt stelle ich gerade allerdings fest, ich mache das mal ganz kurz hier parallel, lass meinen Chart mal kurz offen. Ich habe bedauerlicherweise nur einen Kommentar, den ich ziemlich amüsant fand, ehrlich gesagt. Da sollten wir allerdings noch ein bisschen weitergehen. Das muss ich immer mal kurz gucken. Einen Moment, einen Moment. Fat Pauls. Ich glaube, das war dann hier so der Hauptgrund für die Bearishness, ja. Also für dieses kurze Durchatmen. Und zwar sagte er innerhalb dieser Rede zum einen eben, dass man nicht weiß, wie lange die Inflation anzieht. Aber nichtsdestotrotz, er hat recht deutlich gemacht, dass die Fed kurz davor zu stehen scheint, deutlicher die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Also das heißt, den Taper voranzutreiben. Er sagte ganz explizit, I do think it's time to taper, not time to raise rates. Und genau der letzte Part ist es dann eigentlich, der das Ganze schon wieder relativiert. Also wir sehen diesen Kommentar eben im Hinblick auf die Zinsen, 5:27, das ist mitteleuropäischer Zeit, also 17:27 Uhr. Wir können mal ganz kurz einen Blick werfen, parallel dazu auf Gold. Einfach, um dann auch das einzuordnen, ja. Da der bärische Impuls. Wir rollten schon leicht über, das waren die ersten Kommentare von Paul, und dann beschleunigten wir recht deutlich auf der Unterseite unter 1800 mit dann auch weiteren Abgaben bis 1780 hier im Falle von Gold. Parallel dazu ganz kurz einen Blick vielleicht auf die 10-jährigen Zinsen. Das ist ein Tageschart. Machen wir hier einen 5-Minuten-Chart. So. Kann man das auch erkennen? Da. Kurzer Spike auf der Oberseite, der ganz klar korrespondiert hier mit den Äußerungen von Paul. Also der Zinsmarkt reagiert darauf. Das ist durchaus ein Kausalzusammenhang, der erkennbar ist. Und das ist eben dann hauptsächlich der Grund für
Und da kommen wir zurück zum S&P an der Stelle, Aktien generell, der potenzielle Treiber hier, weil das ist ein Liquiditätsengpass. Naja, also es ist zumindest mal eine Verknappung von Liquidität, die dort in Aussicht gestellt wird und infolge derer dann eben, die Trendlinie übrigens, die nehme ich jetzt mal ganz kurz raus, die dann eben entsprechend hier Equities unter Druck bringt, Zinsen kurz spiken lässt, Gold unter Druck bringt. Und wir haben allerdings diesen kurzen Schockmoment in Anführungsstrichen, haben wir recht zügig dann verarbeiten können. Also das sieht zwar irgendwie dramatisch aus, was wir hier zu sehen bekommen, aber ehrlich gesprochen ist das, was wir hier zu sehen bekommen, eigentlich nur ein kurzer Schluckauf, wenn überhaupt. Also das ist noch nicht mal ein Drop von 1%. Ausgangsniveau ist die Region 4550. Wir haben gesagt, kurz zuvor marginal neue Allzeithochs markiert. Und dann kommt eben dieser Taper-Kommentar. Dann kommt eben dieser kurze Flush auf der Unterseite. Aber das sind in der Spitze, sind das noch nicht mal 30 Punkte. Also ausgehend von einem Indexniveau von 4550 Punkten ist das kein Prozent. Und nicht nur das, sondern wir haben dann auch relativ zügig eigentlich diese Abschläge hier komplett wieder aufgeholt gehabt. Also das war wirklich nur ein kurzes Durchatmen in Anführungsstrichen. Und wir haben dann auch im Bereich eben dieser Tageshochs geschlossen. Also knapp unterhalb ja, aber nichtsdestotrotz immer noch ganz klar bullisch. Also, und das kann man dann auch hier bestätigt sehen auf der Stunde. Das heißt also, von diesen Aufschlägen gab es nur ein kurzes Flashout-Moment und dann Konsolidierung wieder im Bereich der Hochs. Und das in Verbindung mit diesen anziehenden Zinsen, dieser Aussicht auf einen Taper, anziehende Inflationssorgen. Wie gesagt, Herr Paul hatte auch diesbezüglich sich geäußert gehabt. Ich mach das mal ganz kurz hier auf. Nee, das ist Snap. Ein Moment. Hier, der war's. We don't know how long it will take for inflation to abate. Also wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, bis die Inflation wieder abnimmt. Nicht, dass das überraschend käme, aber also dass Notenbanker bzw. dann die Fed-Offiziellen an der Stelle selber eigentlich keine Ahnung haben und im Dunkeln stochern, das wissen wir ja schon seit längerer Zeit. Und dass das eigentlich, und das ist auch genau das, was ja über die Zeit, über die Jahre immer klarer geworden ist. Da werden halt irgendwelche Modelle bedient, die mit der Realität sehr wenig bis gar nichts zu tun zu haben scheinen. Auch im Hinblick beispielsweise auf die Berechnung der Inflation und dergleichen. Also wir sehen diese anziehende Inflation jetzt auch sich in den Zahlen widerspiegeln, aber immer noch deutlich unterhalb dessen, was wir selber im täglichen Leben für uns, beziehungsweise im Hinblick jetzt auf die Fed, reden wir dann von den USA, eben sehen. Also das heißt, etwas anders formuliert, wir können diese Inflation an allen Ecken und Enden, besonders im Asset-Preisbereich, die Bubbles, also die Blasen, die sich dort bilden und dergleichen, durch eben diesen expansiven geldpolitischen Kurs seitens der Fed, können wir erkennen. Wir können das in unserem täglichen Leben erkennen, die Kosten des täglichen Lebens steigen, sei es jetzt im Hinblick auf Mieten, die steigen, sei es im Hinblick auf Lebensmittelpreise, die steigen, beziehungsweise auch beispielsweise Preise im Hinblick auf Obst, Gemüse zum Beispiel, also jetzt mal sehr, sehr einfach gesprochen. Wir können das an allen Ecken und Enden eben feststellen. Es spiegelt sich nicht so wider in den Warenkörben, die zwecks Inflationsberechnung herangezogen werden, die uns dann die statistischen Ämter, welcher Couleur auch immer, eben präsentieren. Und naja, einer der Gründe dafür ist eben, dass man versucht, hier im Grunde genommen in Anführungsstrichen den Deckel auf dem Topf zu halten. Es brodelt, die Leute haben immer weniger in der Tasche gefühlt. Also sprich, einerseits ist es eben so, es geht ihnen durch die anziehende Inflation, ist nicht nur kaufkrafttechnisch an den Geldbeutel, dass sie mehr ausgeben müssen, sondern zeitgleich steigen ja auch nicht die Löhne. Also das bedeutet, da gibt es eben ein Ungleichgewicht. Parallel dazu haben wir eine Nullzinspolitik, die dann auch entsprechend Renditen komplett unterdrücken, in Anführungsstrichen. Also Altersvorsorge und so weiter, unglaublich schwierig machen, beziehungsweise man muss mehr Risiken eingehen, um eine gleichbleibende, die Inflation deutlich übertreffende Rendite zu erwirtschaften, beispielsweise. Und man versucht natürlich in der Kommunikation gegenüber der Bevölkerung irgendwie einen anderen Eindruck zu erwecken, aber das wird immer schwerer, also offensichtlich immer schwerer. Und demnach erklären sich dann auch die jeweils ausmachbaren Repressalien, die jeder in irgendeiner Form mindestens schon mal gesehen haben wird. Also sei es jetzt im Hinblick auf die Zensur, die dann beispielsweise über diverse Kanäle stattfindet, oder beziehungsweise eine Thematisierung von bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen, die halt irgendwie überhaupt nicht dem entsprechen, was man selber wahrnimmt und dergleichen. Also das heißt, man erkennt dann, wenn du an der Stelle den Leuten kein X mehr für ein U vormachen kannst, dass man es dann eben über in Anführungsstrichen Zwang erreichen muss. Das ist halt gemeinhin bekannt. Wer in Geschichte aufgepasst hat, der weiß, dass es eben tatsächlich so läuft. Und das macht sich jetzt auch in der immer, naja, in Anführungsstrichen
abweichenden von der noch jüngst kommunizierten Rhetorik im Hinblick beispielsweise auf die Inflation dann für unsere Zwecke hier in Bezug auf die Finanzmärkte bemerkbar, dass dann eben bemerkbar ist, dann ist es nicht mehr transitory, also vorübergehend ein Phänomen, sondern jetzt auf einmal sind wir schon bei, wir wissen eigentlich gar nicht, wie lange die Inflation anzieht. Was wir aber nochmal mit mal einfachem 1 zu 1 und logischem Menschenverstand vorher wussten, denn das war ja auch etwas, ich hatte das vor einiger Zeit schon mal gesagt gehabt, im Hinblick beispielsweise auf die Frage meines Freundes, der sagte, wie stehst du denn zu der Inflationsentwicklung aktuell? Und wo ich zu ihm dann sagte, das sagst du. Also du bist der, in dem Fall Handwerker, du bist der, der die Preise macht. Du bist derjenige, welcher auch Dienstleister, der die Preise macht. Und wenn du sagst, ich sehe, ich habe eine Inflationserwartung, die deutlich über dem liegt, was uns hier die Zahlen, die offiziellen suggerieren. Ich will meinen Lebensstandard halten, ich habe meine Existenz zu sichern, ich habe eine Familie zu ernähren und dergleichen. Und du sagst, ich muss die Preise anheben. Es geht einfach nicht anders. Um dann eben entsprechend dann die zusätzlichen Euros eben für die Spritfüllung, Tankfüllung oder für eben die Lebensmittel oder dergleichen eben bereit zu haben. Dann zieht die Inflation an. Das ist allerdings nichts, was eben, wie gesagt, von einer Regierung vorgegeben wird oder von einer Notenbank an der Stelle eben bestimmt wird. Die hat zwar kurzfristige Möglichkeiten mit Sicherheit, das einzufangen, beziehungsweise dann über Zinsanhebung beispielsweise eben zu managen. Aber langfristig ist es einfach so, dass eben die Marktteilnehmer, die Menschen und diejenigen, welchen die das wirtschaftliche Leben eben am Leben halten, in Anführungsstrichen diejenigen, welchen sind, die entscheiden, wie sich die Inflationsentwicklung darstellt. Und genau diese Entwicklung, die wir jetzt hier zu sehen bekommen, und das macht sich jetzt auch in der Rhetorik der einzelnen Notenbanker eben bemerkbar, die ist etwas, die eigentlich so, und dann kommen wir nämlich zurück hier zu der Betrachtung in dem Fall für den DAX beispielsweise oder auch für den S&P, die eben jetzt dazu führen, dass zeitgleich die Zinsen ansteigen. Die steigen aber nicht an, weil man ein wirtschaftlich günstiges Ausblick skizziert, ein wirtschaftlich günstiges Bild skizziert für die nähere Zukunft, sondern weil die Inflationserwartung ansteigt. Steigt und weil die Marktteilnehmer sagen, ich will dann einfach für den entsprechenden Kaufkraftverlust, der mir entsteht durch die anziehende Inflation, höhere Zinsen gezahlt haben für meine Investments in beispielsweise Bonds. Und was wir jetzt in dieser Konstellation einfach dann zu sehen bekommen, ist eigentlich ein Umfeld, in dem in diesem hochgehebelten Marktumfeld, dazu nochmal ganz kurz hier die Grafik zum NYSE Leverage. Mal gucken. Ich gucke mal kurz, ob das ausreicht. Da ist die FINRA, Napfuhl. Hier. Was wir uns hier anschauen, ist der Fremdkapitaleinsatz. Ja, das ist der Fremdkapitaleinsatz hier, den wir an den Börsen sehen. Und wie dieser Fremdkapitaleinsatz, also die Margin Debt, wie die korrespondiert oder korreliert eben zum Aktienmarkt. Also der Aktienmarkt, der S&P in Blau und die Margin Debt in Rot. Und wir sehen, dass aktuell natürlich durch diese Unmengen an Liquidität zur Verfügung stellt seitens der Fed an der Stelle. Besonders beginnt hier ab dann der Finanzkrise QE und Co., dass das natürlich hier ganz wesentlich mit diese Rallye an den Aktienmärkten getragen hat. Wenn dieses Geld jetzt verknappt wird, beziehungsweise teurer wird oder mehr Geld benötigt wird, um noch höhere Renditen zu erwirtschaften, aber die Geldschleusen im übertragenen Sinne sehr plump gesprochen schon voll aufgerissen sind, dann hast du halt früher oder später einen Moment, wo es einfach zu einem potenziellen Platzen dieser Blase kommen könnte. Also das ist eigentlich ein Umfeld, in dem wir auf sehr tönernen Füßen uns hier bewegen, aber und das ist genau der Punkt. Diese Kommentare werden jetzt auch beispielsweise von Herrn Powell gemacht im Hinblick auf die Inflationserwartung, die auch weiter den Zins treiben. Trotzdem können sich eben dann Equities derart stark präsentieren, können sich von kurzen durchschnaufen. Das ist ja noch nicht, nochmal, das ist ja kein dramatischer Abverkauf. Da kann sich aber der Markt eben einigermaßen schnellzügig wieder fangen. Und das sind ganz klare Signale von relativer Stärke, die ich da ausmache, die man nicht faden sollte, die man nicht unterschätzen sollte, wo einfach weiter bullische Vorgaben sehr wahrscheinlich sind und der Ausbruch jetzt hier auf neue Allzeithochs, deutlicher Ausbruch auf neue Allzeithochs, sehr, sehr wahrscheinlich anmutet. Ich will vielleicht sogar so weit gehen, dass ich sage, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir im S&P jetzt in den Jahresschluss hinein, Stichwort Jahresendrallye, Aufschläge noch bis 5.000 Punkte zu sehen bekommen. Also das scheint mir durchaus eine ernstzunehmende Option zu sein, was natürlich zeitgleich durch die positive Korrelation auch für den DAX dann entsprechend bullisch ist und sich dann entsprechend dahingehend bemerkbar machen dürfte, dass wir auch hier eher den Break auf der Oberseite sehen. Das ist natürlich jetzt schon ein relativ weit gefasstes Bild. Das hat jetzt nichts unbedingt mit dem Intraday-Handel zu tun, aber die aktuelle Vorstellung, die wir hier zu sehen bekommen, ist dennoch auch zwischen den Zeilen ein Zeichen relativer Stärke, wo eben dann entsprechend der Bruch über die 15,6 wahrscheinlich eher eine Frage der Zeit ist. Und das gilt zunächst einmal ganz grob über den Daumen gepeilt, solange wir im DAX eben oberhalb von 15.600 Punkten eben handeln. So, das also zum Equities-Bereich, beziehungsweise zu den Aktienindizes. Bevor wir auf Gold, Silber und auch Bitcoin dann zu sprechen kommen,
Ein kurzer Blick einmal hier auf heute, auf die nachbörslichen Earnings. Und ich möchte in dem Zusammenhang eine Beobachtung teilen, die ich ganz spannend fand. Wir hatten, ganz kurz, ich mache hier schon mal die Aktie auf. Und der Grund auch, warum wir jetzt hier gleich in den Chart gehen, das hat damit zu tun, weil wir hier reales Volumen abgebildet sehen. Also nicht den CFD betrachten, sondern die Aktie, die echte Facebook-Aktie, die an der Nasdaq gehandelt wird. Aber zunächst einmal nochmal kurz zurück auf das, was ja letzte Woche Donnerstag nachbörslich passiert ist. Und zwar, wir hatten Snap zum Thema gemacht und Snap war auch tatsächlich weiter bearish. Also wir haben es hier in dem Zusammenhang, ich glaube die Inflection, ich muss mal kurz in meinen Gameplan gucken, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle. Ein Moment. Habe ich in den da einen Augenblick. War die Inflection die 60? Ja, nee, Moment, nur stopp, 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 stopp. If drops 57, 75, 57. 57 war mein erster Support. Und den haben wir auch gleich relativ zügig, ne? Naja, nicht ganz, nicht ganz. Wir haben nicht sofort die 57 gedroppt, wir sind um 60 reingekommen. Ich hatte aber noch ein zweites Szenario skizziert gehabt. Es war übrigens in der Discord-Community an der Stelle. Ich habe ganz kurz hier den Link. Discord kann ich ja mal ganz kurz da zeigen. So, wo sind wir denn? Hier ist Snap. Da. Ich ziehe es mal ganz kurz rüber. Also, da ist Snap und da hatte ich hier gesagt. Also, Inflection habe ich. Ah, doch, Inflection auf der 60. Aktuell auf der 60. Sollten wir diese nicht zurückerobern können, maximal einen kurzen Pop und dann erneut einen Dip mithalten und der Reop zu sehen bekommen, ist Short mit 57 und tiefer die Idee. Das habe ich hier in der Discord-Community geschrieben gehabt am Freitag, noch vor der Markteröffnung. Mal ganz kurz einmal hier den Link teilen. Könnt ihr euch das nochmal im Anschluss anschauen? So, ziehe den auch mal hier ganz kurz wieder zurück. So, Chat, Discord. Genau dieses Rollover-Szenario. Oh ne, Moment, das habe ich missgebaut. Einen Moment. Kopieren. Neuen Link generieren, kopieren. Okay. So. So, da ist der Link. Also, genau dieses Szenario ist es dann in Snap geworden. Und es wird auch gleich klar werden, warum das ganz brisant ist. Also, wir können es, naja, wir müssen eigentlich nicht viel machen. Also erstmal dieses massive Gap Down natürlich und dann kommt hier eben Rollover, kurzer Pop über die 60 und dann sind wir recht stark abverkauft worden. Recht zügig sogar tatsächlich und dann fast punktgenau. Nicht nur bis 57, sondern sogar noch tiefer. Und was noch viel interessanter ist in der Konstellation ist eben, dass wir dann auch im Bereich der Tagestiefs geschlossen haben. Problem in Anführungsstrichen ist jetzt, es ist nicht ganz sauber für ein Second Day Play, also für heute die Short-Seite, weil wir haben eine Average to Range von 4,16 $. Also das ist für die letzten 22 Handelstage die durchschnittliche Schwankungsbreite und wir sind im Hoch gehandelt, obwohl, jetzt fällt mir gerade auf, das kommt doch hin. Okay, kommen wir zurück. Ich habe heute Morgen, nein, da hab ich falsch geguckt gehabt. Das sind ja mehr als 4 Dollar. Das sind mehr als 4 Dollar. Also die ATR, jetzt haben wir auch die technischen Gegebenheiten. Ich dachte, dass wir knapp drunter sind, dass wir nur 3 Dollar zu sehen bekommen haben. Aber nee, sind 4 Dollar. Also was ich mache, ist, ich nehme das Intraday hoch an der Stelle hier. Das ist der Bereich 60,63. Dann nehme ich das Intraday Tief. Das ist ziemlich genau hier. Das ist die 54,94. Das sind also 5,70 ungefähr. 5,70 $. 5,70 $ Handelsspanne für den Handelstag ist größer. Diese aktuelle ATR 22, 4,16 $, also mehr als eine ATR. Und dann haben wir eben an der Stelle einen Schluss innerhalb von 25% der Tagestiefs. Also das heißt, ich gucke dann, wie stark ist ein Bounce gegen diese Tagestiefs an der Stelle, der überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Also wir sehen ja den Close, der ist nahezu am Tagestief. Das heißt also, dieses Kriterium ist auch erfüllt. Und es ist vor allem passiert nach einem Earnings Release. Wir wollen uns kurz erinnern, das war der Hauptgrund für diesen Abverkauf. Also die Earnings als solche, die waren solide. Ja, hier, wir hatten einen Gewinn pro Aktie 17 Cent gegen 8 Cent erwartet. Wir hatten ein Revenue leicht unterhalb der Erwartung, aber immer noch solide im Bereich dessen, was erwartet wurde. Aber das, was eben hier so diesen Breakdown nach sich gezogen hat in Snap, war, dass wir 135 bis 175 Millionen EBITDA nur erwartet sehen im Hinblick auf die Guidance.
Begründet wurde dieser schwache Wachstumsausblick für das vierte Quartal durch eben diese sogenannte Privacy Function, die Apple-Smartphones seit Juni haben. Und zwar, wo man dann eben einstellen kann, ob man noch diese sogenannten Targeted Ads bekommt. Also dieses Advertisement, was dann reingespielt wird in dein Smartphone, wo du dann eben sehen kannst, das ist ein potenzielles Produkt für mich, was mich interessieren könnte, ausgehend von meinem Nutzungsverhalten oder beziehungsweise meinen Klicks im Internet über Cookies und bla bla bla. So. Auf jeden Fall hat das dazu beigetragen, dass eben diese Privatfunktion, diese Datenschutzrichtlinie oder dergleichen, wie auch immer man es nennt, eben diesen scharfen Abgabedruck nach sich gezogen hat. Also das ist auch potenziell deutlich das längerfristige Geschäftsmodell von Snap beeinträchtigend. Also ich will das jetzt noch nicht als fundamentalen Gamechanger bezeichnen, weil dafür sind die News einfach zu alt. Dass das potenzielle Auswirkungen hat, das konnte man eigentlich schon erwarten im Juni. Aber was eben jetzt interessant ist, ist eben dieser unglaublich schwache Verlauf natürlich und auch der Umstand, dass wir hier 153 Millionen Aktien gehandelt gesehen haben. Also das ist eine hochliquide Aktie, ne? Shares Float aktuell 1,17 Milliarden Stücke, die da umgehen. 153 Millionen Stück ist aber trotzdem für den durchschnittlichen oder im Vergleich zum durchschnittlichen Handel, der bei rund 18 Millionen Stücke pro Tag liegt, natürlich enorm. Also wir haben hier das 8,5-fache des durchschnittlich gehandelten Volumens gesehen, also richtig Interesse seitens des Marktes. Und das heißt in Kombination bin ich für den heutigen Tag zunächst einmal für Snap Short. Also das heißt, ich erwarte, dass wir hier weiteren Abgabedruck sehen, dass wir unter 55 droppen, vielleicht sogar dann, naja, ich will nicht zu bärisch werden, aber vielleicht sogar Richtung 52, vielleicht sogar in Richtung 50 verkauft werden. Aber jetzt kommt das große Aber. Ich bin initial, ausgehend von diesen Gegebenheiten, für heute Short. Es gibt keinen Grund, mich in irgendeiner Form Long zu positionieren. Aber es gab oder es gibt eine sehr wichtige News, die ansteht. Und es gab auch eine sehr, sehr interessante Information, die uns der Schluss am Freitag in Facebook geliefert hat. Ganz kurz. Facebook präsentiert heute nachbörslich Zahlen hier. Ja, das ist das Event, auf das alle schauen, heute jedenfalls. Morgen dann kommen die anderen Big Player und da wird es dann richtig interessant. Da kommt Twitter natürlich auch potenziell von Ads abhängig. Da kommt aber auch Alphabet, Querstrich Google an dieser Stelle, Microsoft, AMD und so weiter. Also das Who is Who schon alleine jetzt in der ersten Handelswoche der Big Tech Names, die dort entsprechende Zahlen präsentieren. Was mich jetzt aber im Hinblick auf Facebook einfach interessiert, ist, wie hat Facebook denn jetzt reagiert? Also jetzt kommt nämlich dann die nächste Frage, naja, was ist eigentlich, wenn diese Earnings alle enttäuschen? Also ich habe jetzt ein relativ günstiges Bild für DAX, für ein S&P beziehungsweise gezeichnet, neue Allzeithochs und dergleichen. Aber naja, Big Tech, also besonders dieser Fangman-Komplex, Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und Nvidia, das sind ja alles Namen und wir sehen, also Apple, Amazon, das ist Donnerstag nachbörslich. Nochmal Microsoft, Alphabet, Querstrich Google, Facebook. Da haben wir schon fünf von sieben Unternehmen, die alleine in dieser Woche Zahlen liefern. Was ist denn, wenn die enttäuschen? Dann haben wir ausgehend von der unglaublich hohen Marktkapitalisierung, diese Unternehmen zusammen haben eine Marktkapitalisierung von mittlerweile über 10 Billionen US-Dollar. Ja, also nur um Relationen mal zu haben, die Wirtschaftsleistung Deutschland, Italiens in 2019 hat gesamt leicht über 6 Billionen betragen. Die Marktkapitalisierung von diesen sieben Unternehmen, die ich gerade aufgezählt habe, hat über 10 Billionen Marktkapitalisierung. Also nur, dass man mal eine Größenordnung hat. Wenn die jetzt enttäuschen, das ist absolut ein valider Punkt. Aber es gibt ein Indiz jedenfalls, so würde ich das mal bezeichnen, welches darauf hindeutet, dass es hier einige Marktspieler gibt, die im Hinblick auf Facebook eher günstige Zahlen erwarten. Was man nicht erwarten würde, ausgehend von den Snap-Earnings, die auch auf Facebook durchgeschlagen sind. Also wir haben das ja am Freitag schon zum Thema gemacht, als Snap diese Apple Privacy diesen Verweis gebracht hat und diesen massiven Einbruch im Hinblick auf die Guidance für das nächste Quartal. Da haben auch andere in diesem Bereich tätige Unternehmen, wie beispielsweise Facebook oder auch Twitter, natürlich entsprechend bärisch reagiert. Und nunmehr ist es so gewesen, der Handel am Freitag in Facebook, der war verhältnismäßig unspektakulär. Also erwartbar zum Opening hatten wir ein hohes Volumen hier an dieser Stelle, was da stattgefunden hat. Aber dann ist was passiert. Wir haben zwar den WeWop nicht zurückerobern können, also den volumengewichteten Durchschnittspreis hier. Wir sind gegen den relativ deutlich abgeprallt, 3,25, sind dann verkauft worden bis 3,20. Nochmal recht unspektakulärer Handel. Und in den Schluss hinein sehen wir auf einmal einen Pop auf der Oberseite. Und nicht nur einen Pop, sondern wir sehen dann auch in den ersten 5 Handelsminuten nachbörslich, sehen wir nochmal ein extrem hohes Volumen in den Wochenschluss hinein, der uns auch über den WeWop zurückführt. Und wir sehen auch hier, den können wir halten, diesen Pop. Also das sind jetzt die ersten Indikationen heute früh, natürlich ganz dünn, nicht aussagekräftig. Aber
Was ich da hineininterpretiere, ist, also besonders wenn man sich dieses Verhältnis anguckt, es gibt halt nicht nur den volumengewichteten Durchschnittspreis, der zum Beispiel für die Bonifikation von Execution-Only-Tradern herangezogen wird und ausgehend von welchem diese dann Handelsentscheidungen treffen. Also, das heißt, wenn ich günstiger als VWAP trade oder kaufe, wenn ich eine Order reinbekomme, kaufe mir 100 Millionen im Gegenwert von 100 Millionen US-Dollar Facebook-Aktien beispielsweise. Das ist keine Hausnummer, aber einfach mal als Orientierung. Und ich bin in der Lage, günstiger zu kaufen als das, was der Markt durchschnittlich bezahlt hat für die Aktie, dann würde ich an der Stelle eben einen Bonus dafür bekommen. Beziehungsweise ich muss die Aktie chasen potenziell, also ich muss dann kaufen, sobald wir uns oberhalb stabilisieren über den Handelstag und ich den Auftrag habe, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der näheren Zukunft die Aktie gekauft zu haben. Also jetzt immer über den jeweiligen Handelstag. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, eben Positionen dann seitens Portfolio-Managern aufzubauen. Zum Beispiel gibt es einen sogenannten TWAP. Das ist der Time-Weighted Average Price. Also das heißt, wir haben dann einen auf der Zeitkomponente basierenden Durchschnittspreis, der seitens des Marktes bezahlt ist und ausgehend wovon auch beispielsweise dann entsprechende günstige oder gute Trades eben beispielsweise abgeleitet werden können. Und wenn man das sich hier betrachtet, was wir heranzieht für diesen TWAP ist zum Beispiel, dass diese Algorithmen auch darauf abzielen, dann zu Zeiten aktiv zu werden und Orders im Markt abzudrücken, abhängig davon, wann eben das höchste Volumen erkennbar ist, wann die meisten Umsätze sind. Und das ist logischerweise zur Markteröffnung 15:30 Uhr, wenn das Volumen reinkommt, beziehungsweise zum Schluss in den jeweiligen Handelstag. Und was man eben hier erkennen kann, ist, besonders bei diesen unglaublichen Erhebungen, die da stattgefunden hat, und dann auch dem Pop zurück über den VWAP, müsste ich das interpretieren, würde ich sagen, da antizipiert einer gute Earnings. Woher auch immer die Information haben will, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, ob das überhaupt so ist, aber wir erkennen auf jeden Fall mal, dass dieser Pop, der hier stattfindet, in den Close hinein mit Ausblick auf die Earnings interessant ist. Also in jedem anderen Umfeld würdest du sagen, naja, gut, es ist ein kleiner Pop, ist wahrscheinlich eher ein Zufall, aber dadurch, dass wir jetzt erstmal am Vorabend Snap hatten. Snap übrigens hat diese Bewegung überhaupt nicht nachvollzogen. Gar nicht. Also man kann es hier erkennen. Snap hat überhaupt nicht darauf reagiert, nachbörslich. Ja? Hat also weiter auch im Bereich dieser Tagesschluss. Und jetzt poppen wir leicht aufwärts. Also nochmal, das ist nicht dramatisch, aber nichtsdestotrotz. Es gibt irgendwie so eine Tendenz meinerseits, die mich dazu veranlasst zu sagen, ich habe so das Gefühl, da kauft jemand in Antizipation guter Earnings. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir jetzt auch in diese vielleicht heute über den Tag hinein dann bullische Vorgaben sehen. Also ich habe jetzt gerade ein bärisches Bild für Snap skizziert, aber wenn Snap sich oberhalb von 55 und oberhalb des Schlusskurses von Freitag stabilisieren kann und auch über den Handelstag oberhalb von VWAP, möchte ich Snap heute Intraday nicht short sein. Vielleicht sogar bin ich willens, einen kleinen Trade dahingehend aufzubauen. Also kleiner Trade bedeutet wirklich eine kleine reduzierte Positionsgröße, aber in Antizipation, dass Facebook überzeugt und dass es dann auf diese massive Übertreibung auf der Unterseite in Snap einen kurzen Pop gibt, zurück in Richtung vielleicht sogar über die 60er-Marke. Und das alles ausgehend eben von dieser Price Action, die irgendwie sich nicht einfügt in dieses übergeordnet bärische Bild, was ich skizziert habe. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir eine Überraschung bei Facebook zu sehen bekommen könnten durch die Price Action, die wir hier gesehen haben, das Volumen, was in den Close reingekommen ist und dass das auch dann dazu führen könnte, dass ein sogenanntes Sympathy Bounce Play, könnte man das nennen, also Snap und also Snap abhängig von Advertisement, Facebook abhängig von Advertisement, sprich etwas anders formuliert, kommt schlechte Earnings für Snap rein, reagiert auch beispielsweise Facebook bärisch darauf, kommen jetzt gute Earnings von Facebook, ein günstigerer Ausblick, dann ist eventuell besonders ausgehend von diesen massiven Abschlägen, die Snap gesehen hat, von größer 25%, könnte sein, dass wir auch hier einen Bounce sehen, der erstmal nicht das Bild jetzt großartig aufhellen würde, aber Chance-Risiko-Verhältnis technisch einfach interessant ist. Ne? Also sollte ja klar sein, dass wenn wir jetzt hier gegen die 55er-Region irgendwie long reinkommen in den Markt und dann Bounce sehen in den kommenden Tagen durch günstige Facebook-Earnings, die uns zurück über 60 führen, dass wir dann einen Bounce sehen von über 5 Dollar, wenn wir dann mit einem kleinen Risiko reinkommen von maximalem Dollar Risk beispielsweise, dann haben wir einen CRV von 5 zu 1. Das scheint dann durchaus interessant zu sein. Also das ist eine Beobachtung gewesen, das ist mir am Freitag bzw. übers Wochenende ins Auge gestochen, was ich auf jeden Fall beobachten will. Das heißt nicht, also nochmal, nicht, dass es Missverständnis kommt. Ich gehe jetzt nicht pauschal einfach long, aber ich würde auf jeden Fall durch meinen eigentlichen Short Bias, durch die technischen Gegebenheiten, durch ein Secondary Play, was ich auf der Short-Seite in Snap spielen würde, würde ich das Feedback des Marktes aber ganz genau beobachten. Sobald mir hier signalisiert wird,
Wir sehen keinen Abgabedruck. Wir sehen vielleicht maximal einen kurzen Flush unter die 55, werden aber zurückgekauft, sofort zurückgekauft, können uns oberhalb von Rebop stabilisieren. Dann ist das eventuell ein Zeichen, dass da jemand in Anführungsstrichen ein bisschen mehr weiß und dass das mit Facebook nachbörslich den Earnings dann entsprechend hier zu einem Bounce führen könnte. Also das sollte man so ein bisschen im Einzelspielbereich, glaube ich, im Hinterkopf haben. Ja, das also zu noch den Equities, Aktien, Einzeltiteln dann eben abschließend. Und jetzt wollen wir ganz kurz mal hier einen Blick werfen auf das, was uns Gold geliefert hat, beziehungsweise was uns auch Silber präsentiert hat. Ich werde gleich nochmal kurz den Trade zum Thema machen, der, wie gesagt, der Kernposition noch besteht, aber auch, wo ich dann eben entsprechend die Gewinnmitnahme auf den Weg gebracht habe, was sich jetzt im Nachgang als genau richtiges Gefühl herauskristallisiert hat. Die Kommentare von Paul im Hinblick auf die Inflation bzw. Taper und dergleichen haben sofort hier eine Reaktion nach sich gezogen. Ein kurzer Pop, also Pop, das muss man auch sagen, die 10-jährigen Zinsen sind jetzt ja nicht aggressiv angezogen, aber es hat zumindest mal eine kurzfristige Reaktion nach sich gezogen, die auch einige auf dem falschen Fuß erwischt haben, die vielleicht hier diesen Breakout dort aus dieser engen Konsolidierung, also das ist ein 5-Minuten-Chart jetzt hier oben links, das heißt, es gab eine ganz langgezogene Konsolidierung eigentlich von morgens dem europäischen Handel. Wir sind europäisch, sind wir recht stark gestartet. Starker Drive auf der Oberseite und dann Konsolidierung bis 14 Uhr eigentlich, bis zur Eröffnung über den europäischen Handel. Und dann kam der Breakout über die 1994 war es und wir sind eben in der Spitze 20 Dollar gelaufen. Also mehr als 1% Aufschläge gesehen. Ganz klare technische Gegebenheit. Wir haben grundsätzlich hier sowieso schon über die Vortage ja auch eine entsprechende bullische Tendenz gehabt. Nachdem wir gegen die 1750er Region eigentlich begonnen haben, eigentlich ein Stück weit höher, 1760, Boden ausgebildet hatten. Und dann sehen wir eben hier diesen bullischen Drive. Ja, und dann kommen die Kommentare von Mr. Powell und wir machen neue Tagestiefs. Kannst du an der Stelle nicht sehen, aber nichtsdestotrotz, was ich jetzt interessant finde, ist natürlich, was sich im Folgenden präsentiert. Anders als in der jüngeren Vergangenheit, wenn solche Kommentare dann, besonders hier in diesem bärischen Umfeld, in dem wir uns ja zeitweise bewegt haben, also sei es hier im Juni, sei es hier im August zum Beispiel, oder auch noch da am Anfang Mitte September, gab es jetzt kein Follow-through, sondern wir haben tatsächlich sogar einen Teil dieser Abschläge dann wieder aufholen können, noch recht solide geschlossen, also für den Handelstag solide deswegen, weil wir leicht positiv geschlossen haben. Wir sind ja über die Nacht ja schon entsprechend mit Vorschlusssorbent gestartet, konnten knapp unterhalb von 1800 schließen. Und sehen jetzt, dass der Markt sich in Richtung hier dieser Ausgangsniveau wieder hoch hangelt und um 1800 US-Dollar pro Feinunze stabilisiert. Und besonders, also das ist jetzt natürlich Intraday-Rauschen, so bezeichnen wir es mal. Was ich natürlich besonders interessant finde, ist, dass wir es schaffen, trotz dieser News, die über den Ticker gelaufen ist, oberhalb hier dieser Trendlinie zu schließen und demnach eigentlich einen bullischen Break offensichtlich in der Lage sind, sich früher oder später auf den Weg zu bringen. Also anders formuliert, ich erwarte jetzt derzeit eben, dass Gold hier weiter Bullishness aufnimmt in den kommenden Tagen. Auch deswegen, weil besonders eben die Zinsen kontinuierlich weiter anziehen, 10-jährige Zinsen, wie wir es gerade gesehen haben, aber das eben sich nicht in negativen Vorgaben für Gold widerspiegelt, Stichwort Realverzinsung, weil die offensichtlich infolge der anziehenden Inflationserwartungen immer negativer wird. Und somit Gold eben hier treibt. Und das führt dazu, dass ich eigentlich für die nächsten Tage im realistischen Test hier der 1830, 835er Region auf der Oberseite erwarte, dass da eben vielleicht nicht nur ein Test ansteht, sondern dass vielleicht sogar ein Stint in dem Bereich stattfindet. Ich will das mal ganz kurz hier skizzieren. Einen Moment. So, also dass wir in diesen Bereich vorstoßen. Vielleicht eine enge Konsolidierung hier zu sehen bekommen und dass wir dann stark bullischen Break nach oben zu sehen bekommen, der uns dann auch in den Jahresschluss hinein eben eventuell vielleicht sogar nochmal in Richtung 1900 führt, vielleicht sogar in Richtung dann der Jahreshochs, die um 1950 ja relativ früh zu Beginn diesen Jahres eben markiert worden sind. Das kann sein. Also aktuell muss ich sagen, möchte ich hier noch nicht long positioniert sein. Beziehungsweise, wenn, würde ich mich langsam in den Trade hineinskalieren. Aber das, in Anführungsstrichen nennen wir es mal Traumszenario, wäre wirklich diese enge Konsolidierung knapp unterhalb oder im Bereich um diesen rotfarbenen Kasten 830, 835, diese wichtige Widerstandsregion, die jetzt hat, dreimal hier nicht gebrochen werden können. Wo ich nämlich mir auch vorstellen kann, sobald wir einen Break zu sehen bekommen,
ist hier sehr, sehr stark bullisches Momentum erwartbar. Und dann auch entsprechend, weil es eine Schlüsselregion ist, ist das auch potenziell ein Bereich, der Momentum in der Lage ist, auf den Weg zu bringen. Also Momentum begünstigend ist, sobald diese Region gebrochen wird, wo ich natürlich mit einem kleinen Risiko hier reinkomme und auch auf der Oberseite ein ganz klar anzuvisierendes Ziel dann um 1900 ungefähr leicht drüber habe. Also das heißt, ich komme hier eventuell rein mit einem kleinen Risk von vielleicht $10 pro Feinunze ungehebelt gegen 8,35, habe einen engen Stop. 8,15, 8,20 Pi mal Daumen. Also, das ist jetzt natürlich in die Zukunft hinein fabuliert. Keine Ahnung, ob sich dieses Szenario so darstellt. Vielleicht laufen wir auch nochmal straight oben auf der Oberseite durch. Vielleicht prallen wir echt heftig ab erneut gegen diesen Bereich und schaffen es erneut nicht, den rauszunehmen. Also, es bleibt natürlich abzuwarten. Aber sollten wir in dem Bereich vorstoßen und eng unterhalb oder im Bereich um 8,30, 8,35 konsolidieren, würde ich mit einem engen Stop hier entsprechend einen Breakout auf der Oberseite spielen wollen, wo ich denke, wir haben Potenzial von 65, $70 pro Feinunze ungehebelt mit kleinem Risiko, 10, $15, was uns ein CRV signifikant größer, 3 zu 1, eher 5 bis 6, 7 zu 1 vielleicht sogar generiert. Das ist also was ich hier in Gold aktuell im Hinterkopf habe. Sollte sich, wie gesagt, sollten sich diese bullischen Vorgaben weiter eben präsentieren. Die kurzfristige Fraktion, die würde wahrscheinlich jetzt hier schauen, ob wir die 1800 halten können. Also derzeit ist es nicht besonders volatiles Umfeld. Sehen wir jetzt hier einen kleinen Pull-in, kleiner Rücksetzer gegen 1800. Den können wir halten. Wäre das vielleicht nochmal ein Long-Bereich? Stop, ja, Stop wahrscheinlich hier. 7,95. Kommst du mit relativ kleinem Risiko eigentlich rein in so einen Trade? Solange wir diese Sequenz hier halten, sind die Vorgaben auch Intraday weiter ganz klar long. Und dann gegen solch ein Pull-in gegen die 1800 entsprechend eben weitere Aufschläge. Ziel erstmal die Hochs von Freitag 8,13 auf der Oberseite. Ja, hauptsächlich bin ich allerdings weiter hier in Silber positioniert. Wir erinnern uns dran, ich hatte diesen Bereich hier. Moment, kurz überlegen. Ja, stimmt. Hier, 23,20, das war mein Long-Einstiegsbereich mit einem Stop auf der 22,90, knapp unterhalb dieses Niveaus. Der ist hier glücklicherweise nicht geholt worden. Ich hatte das ja schon letzte Woche Montag gesagt, also, oder Dienstag war es dann eher, dass ich hier eigentlich den Trade schon abgeschrieben hatte in dem Moment. Da war für mich eigentlich schon klar, na, wird wieder nichts. Also war jetzt nicht dramatisch, weil ich ja vorher in diesem Pop schon zu Beginn des Monats hier eine kleine Gewinnmitnahme in der Lage war, auf den Weg zu bringen. Das ist zwar der Rest der Position, ist dann zwar Break-Even ausgestoppt worden, aber nichtsdestotrotz hätte mir das im Grunde genommen, diese Teilgewinn, diesen Trade hier finanziert. Deswegen wäre es dann einfach. Außer Spiel ist nichts gewesen, in Anführungsstrichen. Aber der Trader-Gott hat gesagt, du hast dieses Jahr so diszipliniert gearbeitet, jetzt wollen wir dich auch mal belohnen. Und dann haben wir tatsächlich aufgedreht, haben höhere Hochs markiert, haben die 23,50 halten können. Und ich habe dann erstmal den Stop der Gesamtposition nachgetrailt, also beziehungsweise hatte hier eine Teilgewinnmitnahme auf den Weg gebracht, ein erstes Viertel rausgenommen und habe dann, nachdem wir hier höhere Hochs markiert haben, den Stop eben entsprechend getrailt. Dann wollte ich hier erstmal sehen, ob wir diesen Bereich halten können, um eben 24, was gelungen ist. Und dann am Freitag in diese Aufwärtsbewegung, die wir hier stattgefunden haben, sind wir dann wieder relativ steil gelaufen, in Anführungsstrichen. Ja, so kann man es vielleicht ganz gut bezeichnen. Also sprich etwas anders formuliert. Wir sind hier über diese Vorhochs, in Anführungsstrichen, am Freitag, die wir um 14, 15 Uhr markiert haben, 14, 24, 50 ungefähr, sind wir ausgebrochen. Und genau diese in Anführungsstrichen, Steilnis und dieses marginale Austoppen gegen diesen Bereich hier, wo wir dann keinen dynamischen Break höher gebracht haben. Das hat mich dann dazu veranlasst zu sagen, ich bin zwar grundsätzlich bullish, könnte mir vorstellen, dass wir auch die 25 vielleicht als reines psychologisches rundes Level noch anlaufen, aber ich nehme in dem Bereich, ich nehme jetzt nochmal ein Viertel der Ursprungsposition raus. Ich nehme hier nochmal einen Teil raus und das war, also wie gesagt, das war ein Traum-Exit, weil ich habe mir schon gedacht, oh, was jetzt passiert? Nachdem ich dann nochmal drauf geschaut habe, waren die Kommentare von Herrn Powell dann die entsprechend triggernden. Also war genau das richtige Gefühl, beziehungsweise genau die richtige Beobachtung der Price Action einfach. Wirklich um. Guck mal ganz kurz, ob ich das noch hinbekomme, damit ich jetzt hier nicht Quatsch erzähle. Einen Moment. Einen Moment. Einen Moment. So. Wo war der Exit? Wow. 79,3 sehe ich gerade hier. Ich habe tatsächlich genau auf 79,3, was ich den Exit. Oh, das ist natürlich schön. Also 79,3, ihr werdet sehen, wenn ihr es euch ja anguckt, das ist ziemlich genau das Hoch.
Also ich habe wirklich ganz genau auf das Hoch, habe ich hier, habe ich diese Gewinnmitnahme auf den Weg gebracht. Okay, ja, das sieht natürlich jetzt im Nachgang extrem gut aus, aber naja. Also, Glück des Tüchtigen, so nennen wir es einfach mal. So, jetzt kommt dieser Flush zustande. Ich bin nicht gestoppt worden auf diese sehr scharfe Gegenbewegung, weil mein Stop hier unterhalb von 24 liegt. Also auch hier rundes Level, das ist die gleiche Marktpsychologie, die ich da die letzten Male eben auch schon zur Anwendung habe kommen sehen. Und jetzt driften wir wieder in diese Richtung nach oben. Und ich habe auch nicht vor, den Stop irgendwie zu verändern. Also ich habe jetzt, wie gesagt, 50% der Position habe ich ausskaliert, den ersten Teil in diese Bewegung, den zweiten Teil in diese Bewegung, also damit 50%, und habe den Rest der Position, den ich ja zu 23, 20 aufgestellt habe, jetzt hier knapp unterhalb der 24 mit dem Stop stehen. Das heißt also, der Trade ist bis dato gewinnbringend, und habe aber dennoch weiter, deswegen halte ich der als Kernposition, so nenne ich das mal, habe ich eben hier das Ziel, dass wir eine Eroberung der 25-Zeit dann zu sehen bekommen. Und wie gesagt, das, was ich aktuell eben beeindruckend finde, ist der Umstand, dass wir uns trotz anziehender Zinsen und anziehender Inflationssorgen in diesen Gefilden stabilisieren können. Silber als klassisches Industriemetall ist auch sicherlich begünstigt durch entsprechende bullische Vorgaben vom Equity-Markt, und sollte diese Einschätzung, die ich da gerade skizziert habe, im Hinblick dann, und dann kommen wir zurück von den Einzeltiteln, Facebook beispielsweise, dann beziehungsweise der gesamte Sektor, der eventuell bullische Vorgaben gibt, sollte uns das auf neue Allzeithochs dann im S&P treiben, dann wäre das potenziell auch etwas, was ergänzend dazu hier sich bullisch in beispielsweise Silber widerspiegeln könnte und die Eroberung eben der 25 in der Lage ist, auf den Weg zu bringen. Also ich denke, grundsätzlich eine sehr, sehr komfortable Situation, in der ich mich eben hier widerspiegel oder wiederfinde. Und ja, jetzt einfach mal schauen, wie gesagt, ob die 24 gehalten werden kann, ob wir hier diese Hochs von Freitag, diese Übertreibungshochs, so nenne ich sie mal, ob die rausgenommen werden können. Das wäre ein Zeichen, dass dann auch höhere Bewertungsniveaus akzeptiert werden. Und wie gesagt, dann bin ich bei 25 als Kursziel, beziehungsweise hier als Orientierung 25,50 eventuell sogar Retest der 200-Tage-Linie, unterhalb derer wir immer noch traden. Also das heißt, wir haben zwar hier eine potenzielle Bodenbildung, nichtsdestotrotz gilt es, und da wird man sich jetzt vielleicht auch fragen, ja, warum denn teilweise dieses Momentum-Trading, also dieses Rausnehmen von einer doch sich sehr günstig darstellenden Position. Das ist ein fortwährender Cashflow, den ich generiere gegen den Vorteil unterwegs seiend. Weil wir eben übergeordnet hier, wenn ich ein bullisches Bild für Silber skizziere, aber wir sind übergeordnet halt immer noch eigentlich in einem korrektiven Modus, beziehungsweise in einem Bounce gegen die untere Range-Begrenzung, wenn man es noch ein bisschen günstiger formuliert. Aber alles in allem eher mit Short- oder bärischen Vorgaben. Also das bedeutet, etwas anders formuliert, ich möchte hier dann, wenn sich der Trade schon für mich entwickelt, aber dennoch einen Cashflow generieren, um gesetzt im Fall, dass wir erneut abkippen, überrollen, eben dann wenigstens für mein eingegangenes Risiko gegen den Vorteil eben bezahlt zu werden. So, ja, das nunmehr zu dann Gold und Silber. Wie ich Gold, Silber längerfristig betrachte, sehr positiv. Auch Minenbetreiber und dergleichen. Also das spiegelt sich auch in meinem persönlichen Langfristportfolio, so nenne ich das mal wieder. Ich bin wirklich, auch wenn die Performance beispielsweise jetzt Barrick Gold, mal ganz kurz, warum war sie denn? Habe ich überhaupt offen hier? Weiß ich gar nicht. Nee, nicht. Okay, dann mache ich mal was. Barrick Gold beispielsweise oder Newmont, auch so ein Kandidat, das sind die zwei größten Positionen im GDX, im ETF von Eck, der die Performance hier abbildet. Ist natürlich eigentlich eine katastrophale Performance, in Anführungsstrichen, die wir hier zu sehen bekommen, weil wir haben einen extrem starken Lauf gesehen hier im Post der März-Tiefs ganz besonders, also fast eine Verdreifachung des Aktienkurses, fast. Und dann halt ein ganz klares Austoppen. Das war also dieses, ich nenne es jetzt mal Buffett-Übertreibungshoch. Und seitdem befinden wir uns eigentlich in einer, meiner Einschätzung nach, überhaupt nicht nachvollziehenden Abwärtsbewegung. Das gilt sowohl für Minenbetreiber als beispielsweise eben auch für Gold grundsätzlich. Also ich würde in dem Gesamtumfeld, in diesem Schuldenexzess, der dort einfach vorangetrieben wird, würde ich einfach erwarten, dass Gold um ein Vielfaches bullischer performt. Eventuell ist das, was wir hier zu sehen bekommen, also es ist fundamental nicht gerechtfertigt. Ich glaube, ein durchschnittliches Analystenziel, ich gucke mal ganz kurz, ob das auch hier abgebildet wird. Einen Moment. Wichtige Kennzahlen. Gibt es hier ein Preisziel? Also man sieht hier, man hat wichtige Kennzahlen. Und mal kurz, ich klicke mal ganz kurz hier drauf. Barrick Gold Corporation. Stocks Report. Ich gucke mal kurz.
Hier sind die ganzen Kennzahlen für das Unternehmen, also Average Daily Volume beispielsweise und dergleichen. Also diese Informationen, die kann man sich hier über dieses PDF ziehen. Das ist mit einer der Gründe übrigens, warum diese Markets X Plattform einfach Network mega geil ist. Also wir haben wirklich ein riesen Fundus hier an Informationen, der für, besonders für Einzelunternehmen zur Verfügung gestellt wird. Und ich gucke mal ganz kurz, also hier, das sind dann die durchschnittlichen Analysteneinschätzungen, ausgehend hier von, also denen ist das ein Buy, ein Kauf, also Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf. Aber was mich viel mehr interessiert, ich muss mal kurz gucken, haben wir hier nicht auch irgendwo ein Kursziel? Peer Analysis, ja, das könnte hinkommen. Kommt das hin? Earnings Indicator, nee. Price Target. Ja, hier. Ah, das ist ja sehr schön. Genau. Da unten. Also ein bisschen klein, aber nichtsdestotrotz. Das durchschnittliche Preisziel der hier befragten Analysten aktuell, 21, die hier befragt sind, das liegt bei $28 für die Aktie. Und es überrascht mich nicht. Also ich finde 28 noch relativ konservativ, ehrlich gesagt. Ich kann mir die Aktie wirklich deutlich tief über der 30 mindestens vorstellen. Und der Grund, wie gesagt, kommt jetzt erstmal rein fundamental durch den bullischen Ausflug auch für Gold. Also ich muss ehrlich gestehen, ich sehe Gold auch aus aktuell von der aktuellen Realverzinsungs aus der Perspektive sehe ich Gold eigentlich eigentlich eher deutlich oberhalb von $2.000. Und die aktuellen Entwicklungen, die sich dort widerspiegeln, ich glaube, die haben auch primär mit potenziellen Manipulationen dann eventuell seitens der, nennen wir sie mal Bullion Banks zu tun. Also das heißt auch jener Player, die dann beispielsweise die Comex am Laufen halten und dergleichen, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen. Das ist potenziell auch eine eventuelle Manipulation. Parallel dazu auch entsprechende Kapitalumschichtung vielleicht, die stattfinden in Richtung Bitcoin beispielsweise. Also ich glaube auch da, dass da der Growth-Aspekt noch eine Rolle spielt. Wir haben ja hier bei, in dem Fall beispielsweise Goldminenbetreibern, haben wir natürlich einen klassischen sogenannten Value-Titel. Aber um das abzuschließen, also was ich mir dennoch vorstellen kann, ist, dass da eher früher als später sich dann anfängt, diese Bullishness eben tatsächlich auszuspielen. Besonders mit dann den erwarteten Aufschlägen eben tatsächlich in Gold, eventuell mit einem zeitlichen Versatz. Also langfristig betrachtet, glaube ich, selbst wenn Gold jetzt stark bullisches Momentum aufnimmt, dann wird sich das noch nicht zwangsläufig in solchen Einzeltiteln wie Barrick oder auch Newman dahingehend widerspiegeln, dass man sofort scharfe Aufschläge sieht. Ich glaube, dass das mit zeitlicher Verzögerung kommt, aber 6 bis 12 Monate Verzögerung sind, glaube ich, dort dann durchaus denkbar, die uns auch zurück in diese Gefilde, vielleicht dann um 30 und höher führen könnten. Und das hat neben diesem fundamentalen globalen makroökonomischen Ausblick jetzt im Hinblick auf Gold auch noch den Grund, weil diese Unternehmen sind jetzt in Anführungsstrichen keine Kapitalvernichtungsmaschinen mehr, sondern haben jetzt begonnen, ich will das mal ganz kurz zeigen, ich gucke mal, ob ich dazu eine Grafik habe, die hatte der Tavi Costa, mal gucken, wo habe ich die überhaupt? Einen Augenblick, ich muss mal eben schauen. Ein Moment. Gucken, könnte das hier sein? Ja, das ist cool. Sehr gut. Ein Moment, was mache ich hier auf die Grafik? Der Free Cashflow Yield für Minenbetreiber. Das ist schon ein bisschen eine ältere Grafik, aber kann man die überhaupt erkennen? Oh. Mal gucken. Nee, ist nicht so gut. Warte mal. Ja, okay, einen Moment, ich mach's mal ein bisschen größer. Einfügen. Ja, ich glaube, jetzt müsste es besser sein. Ne? Goldminers Free Cashflow Yield. Das ist von Ende 2020. Also wir haben hier über die letzten 25, 30 Jahre fast, haben wir eine negative Cashflow Yield bekommen. Also es ist, wie könnte man sagen, das ist nennen wir es mal Solvenzratio, also so ein Solvenzverhältnis im Grunde genommen, was dir den freien Cashflow pro Aktie eines Unternehmens eben angibt. Und was du dann in diesem Zusammenhang eben hast, ist, was man einfach sagen könnte, desto höher diese Free Cashflow Yield ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die zugrunde liegende Firma an dieser Stelle eben genügend Cash
generiert durch sein Geschäft, durch sein Day-to-Day-Business, um eben dann zum einen seine Verbindlichkeiten, seine Schulden eben zu bedienen, beziehungsweise eben auch andere Verbindlichkeiten eben bedienen zu können, wie beispielsweise Dividenden auszuschütten oder dergleichen. Also Minenbetreiber sind deswegen interessant, wenn man Bild skizziert und sagt, ich bin sehr skeptisch für den global finanziellen Gesamtkontext. Ich möchte aber nicht nur Gold im Portfolio haben, sondern ich brauche ja auch einen Cashflow, weil Gold alleine ist ja einfach nur ein Barren, den legst du in den Safe und das war's. Jetzt mal sehr plump gesprochen. Und im Falle von beim Minenbetreiber beispielsweise wie Barrick, hast du zumindest eine kleine Dividende, die dann seitens des Unternehmens ausgeschüttet wird, während eben die Aktie des Minenbetreibers an der Stelle sehr stark positiv korreliert ist, langfristig zu eben Gold. Und also lange Rede, kurzer Sinn. Diese Betrachtung im Hinblick eben auf diese Free Cashflow Yield, die ist eben etwas, was langfristig auch zeigt, dass diese Unternehmen über die kommende Dekade vielleicht sogar dann potenziellen Wachstumstiteln den Rang ablaufen können, beziehungsweise eben durch eben dann ein Zeitalter, in das wir eintauchen, so nennen wir es jetzt mal, wo du einfach dann ein Switch von Growth zurück in Value zu sehen bekommst. Historisch zum Beispiel hat jetzt Growth Value über die letzten 10 Jahre massiv outperformt und zwar so stark, dass wir mittlerweile schon fast von einem sogenannten Sentiment-Extrem in dem Bereich sprechen können. Und das bedeutet jetzt zusammengefasst, dass ich eben dann für Gold nicht nur sehr positiv bin, sondern eventuell ganz besonders auch für Equities in dem Bereich eigentlich ein grundsätzlich sehr, sehr positives Bild skizzieren würde. Und ich kann mir nochmal sehr gut vorstellen, das spiegelt sich dann eben auch entsprechend hier in solchen Analysten-Reports von Refinitiv zum Beispiel, spiegelt sich das wieder, dass das noch relativ konservative Kursziele sind hier von $28, was natürlich auch impliziert, man kann jetzt sehen, wenn man jetzt hier eben aktuell noch nicht so wirklich weiß, soll ich jetzt in dem Bereich mich positionieren oder dergleichen. Wir haben eine unglaublich tiefe Korrektur gesehen von $30 in der Spitze hier von 30 bis $17 im Tief, rund etwas höher ausgebildet, also $12 unter Druck gewesen, das heißt also fast 50% Abschläge. Sollten wir die 20 früher oder später zurückerobern und halten können. Da stehen jetzt übrigens auch Earnings an in der Aktie, also am 4. November, glaube ich, ist das. Ich glaube, dann ist das vielleicht so ein erstes Indiz, dass hier ein potenzieller Boden sich ausbildet und dass das längerfristig dann auch durchaus eine gute Beimischung aus der Value-Perspektive in einem Portfolio sein. Ja, also ich hoffe an der Stelle, dass das die Frage jetzt beantwortet hat. Ich muss mal kurz gucken. Mittellängerfristig? Ja, genau. Also das war besonders bezogen auf Gold, Silber, aber ich habe jetzt auch, wie gesagt, einen Einzeltitel hier reingeholt, weil das durchaus vielleicht dann auch von Interesse sein könnte. Falls sich der eine oder andere vielleicht die Frage stellt, naja, irgendwie so wirklich optimistisch für die Zukunft bin ich jetzt nicht. Wie richte ich denn jetzt mein Portfolio aus? Also ich muss sagen, ich bin weiterhin für Growth dann an der Stelle nicht so negativ, aber man sollte gut selektieren. Ich glaube, Tesla hat einen guten Ausblick, aber nichtsdestotrotz wird sich der eine oder andere vielleicht fragen, naja, wie sieht es denn aus? So ein bisschen Antizykler, ja. Also Value-Titel mit reinzunehmen in ein Portfolio ist nicht vielleicht die schlechteste Idee. Ich glaube, Goldminenbetreiber an der Stelle sind da vielleicht durchaus eine solide Wahl. Also ich glaube, am Werterhalt ist da durchaus zu erwarten an der Stelle. Ja, so, das noch zu Gold, Barrick, Bitcoin. Bitcoin vielleicht noch final, zwei, drei Gedanken. Wir konsolidieren jetzt ein wenig auf erhöhtem Niveau. Also ich bin immer noch guter Dinge, so will ich es mal sagen. Ich hätte das eigentlich anders erwartet. Ich hätte eigentlich erwartet mit dem Break auf neue Allzeithochs, dass wir auch dann wirklich dieses bullische Momentum eben hier in der Lage sind, auf den Weg zu bringen. Vielleicht ist das Sentiment dann doch ein bisschen arg heiß gelaufen, so kann man es vielleicht formulieren an der Stelle. Und infolgedessen gab es eben dann nach dem kurzen Push auf neue Allzeithochs dann zunächst mal eine kleine Korrekturbewegung. Jetzt haben wir allerdings auch hier ein ganz klares technisches Level, welches sich rauskristallisiert, die 60.000er-Region. Also solange wir die halten können, sind die Vorgaben eigentlich weiterhin long. Wobei jetzt allerdings zeitnah zwingend nötig wäre, dass wir dann über 63,50 hier laufen. Andernfalls besteht nämlich die Gefahr, dass wir gegen diesen Bereich jetzt hier nochmal abdrehen und eine Attacke zu sehen bekommen dann auf die 60er-Region und dann nochmal ein tieferes Hoch eben ausbilden. Sollte solch ein Szenario stattfinden, sollten wir unter 60 fallen. Vielleicht schafft das nochmal, öffnet das nochmal die Tür, hier einen Rücksetzer in Richtung 50.000 zu sehen zu bekommen. Die Aufwärtssequenz bliebe bestehen. Es wäre eine recht tiefe Korrektur, die aber chance-risiko-verhältnistechnisch dann unglaublich attraktiv anmuten würde für die Long-Seite. Alternativ, wir sehen Rücksetzer in Richtung 62, können die 62 aber hier halten. Das wäre dann auch so ein Signal, könnte man dann kurzfristig einen Trade aufsetzen, mit einem engen Stop,
Allerspätestens hier 61.500, würde ich sagen. Rücksetzer gegen den Bereich, wenn wir die halten können auf Schlusskursbasis, die 62er-Region hier, ist das vielleicht ein potenzieller Long-Trigger, der eine ernsthafte Attacke auf und einen Rücklauf über 64 mit Ziel dann auch Allzeithochs, neue Allzeithochs eben auf den Weg bringt. Also entweder dieses Szenario, die 62 kann gehalten werden, dann Long gegen diesen Bereich mit engem Stop oder Break unter 62, Close unter 62, dann nochmal ein Test der 60, wobei die Gefahr bestünde, dass es ein tieferes Eintauchen gibt dann mit Ziel nochmal hier diese Trendlinie vielleicht zu testen, dann in den kommenden Wochen allerdings Ziel so und rund gesprochen rund die 50.000er Region. Ich bin ein bisschen konservativ. Also die Frage ist absolut gerechtfertigt. Das ist ja auch eine Debatte, die sehr, sehr kontrovers teilweise geführt wird. Und zwar ist Bitcoin nicht das bessere Goldinvestment im Moment, also das digitale Gold. Das kommt darauf an, wie du es halt betrachtest. Wenn es um Wachstum geht aktuell, wenn es um Potenzial geht, Gains in Anführungsstrichen, und es dann um Gewinne geht, dann habe ich natürlich mit einem hochvolatilen Titel hier in Bitcoin um einiges mehr Freude und habe im Übertrag im Sinne mein Investment in Anführungsstrichen gegen die 30.000er Region hier zum Beispiel seit Juli, wenn ich denn dann so mutig war, diesen Bereich zu kaufen, habe ich ihn nahezu verdoppelt oder mehr als verdoppelt sogar. So, jetzt ist allerdings die Sache die, das ist aus rein spekulativer Perspektive sicherlich gerechtfertigt, aber wenn ich das als nicht nur Inflationshedge, sondern auch als potenziellen Hedge betrachte gegen Verwerfung an den Finanzmärkten, eine neue Finanzordnung beispielsweise, dann muss ich gestehen, denke ich, ist man mit Gold dahingehend besser aufgestellt, weil einfach mal ein neues Finanzsystem in irgendeiner Form eine Goldkomponente, eine Unterlegung mit Gold sehr viel wahrscheinlicher ist als eine Unterlegung einer neuen Finanzordnung mit Bitcoin. Das kann man alleine daran festmachen, also jetzt mal sehr einfach gesprochen, ohne jetzt zu sehr in die Details zu gehen, wir sind auch schon relativ zeitlich fortgeschritten, aber vielleicht noch final, wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel die Goldbestände seitens der chinesischen Zentralbank oder auch der russischen Zentralbank kontinuierlich nach oben gefahren worden sind. Also ich formuliere es mal etwas anders. Wenn wir früher oder später, Gott bewahre, dass es so kommt, weil ich glaube, dann haben wir andere Thematiken, über die wir uns unterhalten, aber wenn es zu einem Kollaps unseres Finanzsystems kommt und der US-Dollar als Weltreservewährung abgelöst würde, dann wird ausgehend von den jeweiligen Goldbeständen, werden sich die jeweiligen Parteien um den dann Tisch scharen. Und die, die wenig Goldbestände physischer Form vorhanden haben, werden allenfalls einen zuschauenden Charakter haben. Das ist auch mit einer der Gründe, warum davon auszugehen ist, dass beispielsweise Deutschland in dieser Konstellation in der ersten Reihe sitzt, weil Deutschland nach den USA, ausgehend von den aktuellen bekannten Zahlen, die höchsten physischen Goldbestände eben tatsächlich hat in der Bundesbank. Dann kommen die USA. Bei China weiß man es nicht so ganz genau, wo die aktuell stehen, aber das ist davon auszugehen, dass vieles an Goldbeständen physischer Natur hochgefahren worden ist. Auch der also Russland, Querstrich der russische Rubel, sind im Grunde genommen ist eine Währung, die ist nahezu fast komplett mit Gold gedeckt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sagen sollte, aber also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Goldfokus. Ich glaube, der kommt nicht von ungefähr, dieser kontinuierliche Aufbau dieser Goldreserven, während Bitcoin eben, ich jedenfalls sehe für Bitcoin, bei aller Faszination für die Technik und dergleichen, sehe die einfach die Gefahr, dass da früher oder später diesen Entwicklungen einfach ein Riegel vorgeschoben wird und dass man eben massive Regulierungen auf den Weg bringt, die dann vielleicht sogar ein Bitcoin-Verbot auf den Weg bringt, die dann eben die Gefahr birgt, dass es hier zu einem regelrechten Ausverkauf eben kommt. Es kommen dann Bitcoiner, die sagen, naja, aber wenn das als Währungssystem oder beziehungsweise als Zahlungsmittel akzeptiert wird, das ist absolut richtig. Also im Endeffekt entscheiden es dann die Leute, aber genau da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, also die Menschen, aber genau da stellt sich natürlich an der Stelle die Frage, welche Repressalien beispielsweise Unternehmen zu erfahren hätten, erfahren würden, sollte Bitcoin hier als Zahlungsmittel untersagt werden. Also zum Beispiel wäre dann durchaus denkbar, dass diesen Menschen oder diesen Geschäftsbetreibern der Strom abgestellt wird, in Anführungsstrichen, beziehungsweise einfach mal untersagt wird, Geschäfte zu betreiben. Und genau diese Gefahr, die ist bei Bitcoin meiner Einschätzung nach um ein Vielfaches größer ausgeprägt. Und in Verbindung hierzu tue ich mich schwer damit, an der Stelle eben Bitcoin als digitales Gold zu betiteln oder dergleichen. Auch wenn ich verstehe, wo da die Logik hingeht. Aber ich glaube, dass Gold einfach ein langfristig
günstigeren Ausblick haben, dann ein sichererer Hafen ist, als es das Bitcoin wäre, weil Bitcoin einfach zu angreifbar ist aus verschiedenen Perspektiven seitens der Regierung. Und dass das ein Thema ist, also und dass man sich darauf einstellen sollte, das erkennt man alleine durch das Aufspielen bestimmter Stimmen, die immer lauter werden. Also du merkst einfach, dass du offensichtlich ein Investment gestochen hast, wenn bestimmte Regulierer, Querstrich Notenbanker, ihre in Anführungsstrichen Fälle davon schwimmen sehen. Desto lauter die Stimmen werden, desto größer die Kritik wird, desto auch in der, nehmen wir es mal als Beispiel, dieses Krypto als Verteufelung wahrzunehmen. Der ein oder andere hat vielleicht die mediale Berichterstattung so ein bisschen mitverfolgt, das ist dramatisch formuliert, das ist mir in die Timeline gelaufen. Das heißt jetzt da, Stichwort Impfstatus und dergleichen, ne, und die dadurch entstehenden Repressalien, der Druck, der auf ungeimpfte Menschen ausgeübt wird und so weiter. Was natürlich auch jetzt Headlines, die Runde machen, wonach beispielsweise dann darauf verwiesen wird, dass wieder ein extremer Schlag gelungen ist gegen eine Gruppe von Menschen, die sich irgendwie in irgendeiner Form im Hinblick auf das Fälschen von Ausweisen, Zertifikaten und dergleichen spezialisiert hat, viel Geld da in dem Bereich gemacht hat. Das war eine Meldung, glaube ich, die kam aus München. Und der Witz war, man hat nicht nur 100.000 Euro sichergestellt bei jetzt der Festnahme dieser Menschen, die das gemacht haben. Nein, man hat auch Kryptowährung hat man sichergestellt. Dann denke ich mir, das ist ein interessanter Verweis. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich hatte in der ersten Meldung stand nur 100.000 Euro, aber jetzt wird auch auf Kryptowährung verwiesen. Und es wird sofort eine negative Konnotation geschaffen, seitens auch der medialen Berichterstattung. Kryptowährung, oh, das wird genutzt, um irgendwie kriminelle Machenschaften zu verschleiern. Man sollte an der Stelle nicht unterschätzen, welche Kräfte dort jetzt im Hintergrund beginnen zu wirken, um diesen Krypto-Hype und dieses Etablieren eines wirklich demokratischen Zahlungssystems zu unterminieren. Also das ist wirklich offen erkennbar und anhand solcher kleinen Headlines, die oder beziehungsweise kleinen Meldungen oder Mitteilungen, die so da hineingespielt werden, die eigentlich überhaupt nicht wirklich viel an Mehrwert beinhalten. Ja, ob ich jetzt 100.000 Euro sicherstelle oder 100 Bitcoin, spielt keine Rolle. Es geht doch im Kern eigentlich um die kriminelle Machenschaft und den Ring, den ich dort zerschlagen habe. Nein, es soll ganz bewusst auch hier jetzt ein Bias geschaffen werden, der das in Verruf bringt. Und das ist etwas, was man berücksichtigen sollte, was eben auch zeigt und mich auch erwarten lässt, dass da früher oder später einfach eine massive Kampagne noch gefahren wird, um Krypto zu verunglimpfen, besonders Bitcoin eventuell als Vorreiter in diesem Bereich. Und wo ich dann eben sage, da habe ich aber wenig Kontrolle drüber, eben weil das alles digital läuft. Da habe ich lieber meine paar Münzen Gold oder dergleichen im Safe. Da bin ich in Anführungsstrichen sicher. Also das ist etwas, was ich da immer als Gegenargument einfach ins Feld führen würde. Also das heißt nicht, dass ich irgendwie Bitcoin gegenüber skeptisch bin. Ich selber habe mir auch schon die Frage gestellt, ob da nicht früher oder später einfach mal so eine kleine Beimischung vielleicht sinnvoll wäre. Aber wo ich dann eben dennoch sage, ob das nicht eventuell ein bisschen sehr spekulativ ist, ob das wirklich Werterhalt wäre oder nicht ein sehr, 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 sehr wohlwollender Ausblick, den ich dort für Krypto für die Zukunft skizziere. Besonders, also so wie Krypto sich derzeit darstellt. Ich denke schon, dass es die Zukunft ist, aber ich denke, man wird seitens der Regulierer, wird man Mittel und Wege finden, um das zu ihren Gunsten und potenziell den machterhaltend eben auf den Weg zu bringen, als dass man zulässt, dass sich ein deregulierte Asset wie beispielsweise Bitcoin hier als Nachfolger in Anführungsstrichen des US-Dollars als Weltreservewährung beispielsweise etabliert. Also das sind meine Gedanken dazu. Aber aus rein spekulativer Perspektive sind wir natürlich einer Meinung. Also intraday-technisch oder trading-technisch ist Bitcoin um Vielfaches attraktiver aktuell, ausgehend von der Vola, die wir dort haben, als beispielsweise Gold. Das steht außer Frage. Ja, das war's meinerseits. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Wir hören uns morgen wieder. 10:30 Uhr zum Morning Meeting. Post dann der Facebook Earnings und somit haben wir dort auch natürlich was abzudecken. Das kann ich jetzt schon versprechen, da werden wir einen Blick drauf werfen. Und ja, habt Snap auf dem Schirm. Wie gesagt, ganz interessante Price Action, besonders im Hinblick auf den T-Wop, was ich zum Thema gemacht hatte in Facebook. Das könnte vielleicht darauf hindeuten, dass da jemand günstige Earnings versucht vorwegzunehmen. Der Trade kann aufgehen, der kann natürlich auch in die Hose gehen, aber man sollte es beobachten. Also vielleicht zeigt sich das auch in den Folgestunden dann über den heutigen Handelstag. Und wenn sich dort die Indizien verschärfen, dann ist eventuell so ein Sympathy Bounce Play in Snap vielleicht eine ganz interessante Überlegung. Ja, morgen 10:30 Uhr wissen wir mehr. Happy Trading. Passt auf eure Stops auf. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.